Schon am vergangenen Sonntag war die Einheit von Wort und Tat Thema. An dem, was Jesus tut, zeigt sich, wer er ist und zeigt sich seine Vollmacht. Besonders konkretisiert sich diese in den Heilungen. Jesus spricht und es geschieht. Er tut das Gleiche, was Gott am Anfang der Schöpfung tut. Die heutige Heilung nun geschieht aber durch eine Geste. Jesus fasst die Schwiegermutter des Petrus an der Hand. Und er setzt damit einen Text ins Bild, den wir im Buch bei Propheten Jesaja finden. Ich fasse dich an der Hand, ich beschütze dich. Der Text bei Jesaja geht weiter. Ich mache dich zum Licht für die Völker, du wirst Gefangene aus der Haft befreien. Der Text bei Jesaja zeigt uns, dass also das Handeln Gottes immer auch eine Konsequenz hat. Es ist immer ein Auftrag an uns, dieses Handeln in der Welt weiterzuführen. Deswegen wird auch von der Schwiegermutter des Petrus berichtet, dass nicht nur ihr Fieber weicht, sondern dass sie aufsteht, um Christus zu dienen. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Kommentare freue ich mich im Feed des Posts und natürlich freuen wir uns über neue Abonnenten.